So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen S&P Webinar mit dem Titel Multi-Seller Exits. Und wie der Titel schon sagt, geht es heute um, ja, letztlich eigentlich um zwei Themenkomplexe. Zum einen um Exit-Transaktionen und im Besonderen aber auch um die Besonderheiten, die das Multi-Seller-Element, also die Käufermehrheiten, die an solchen Exit-Transaktionen regelmäßig beteiligt sind, mit sich bringen. Und ich werde selbstverständlich nicht alleine durch dieses Webinar führen, sondern ich freue mich, dass zum einen Philipp Hasebach dabei ist. Philipp ist Gründer und CEO von Flightride. 2019 hat er Flightride an Intermedia verkauft, ist weiterhin CEO bei Flightride. Und der Flightride-Exit kann wohl als bis heute einer der wichtigsten und größten Exit-Transaktionen im Legal Tech-Sektor in Deutschland und wahrscheinlich auch in ganz Europa gelten. Des Weiteren ist Andreas van Boon dabei. Andreas ist CFO bei BNP Ventures. BNP, einer der wichtigsten Investoren von Flightride, hat insoweit auch den Flightride-Exit natürlich mitbegleitet und hat auch sicherlich nochmal einen etwas anderen Blickwinkel auf die Exit-Transaktionen und einen insgesamt einen sehr interessanten Marktüberblick über Exit-Transaktionen in den letzten Jahren, die er hier einbringen kann. Wir freuen uns, dass ihr beide dabei seid, Philipp und Andreas, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auf Seiten von S&P ist mein Partnerkollege Ben Ulrich mit dabei, der genauso wie ich im Corporate VC Department von S&P tätig ist und auch an etlichen Exit-Transaktionen mitgewirkt hat. Mein Name ist Martin Schaper und ich werde heute das Webinar moderieren. Vorab noch ein Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, über die Chat-Funktion jederzeit während des Webinars Fragen zu stellen. Wir werden die Fragen dann sehen und wenn es passt, idealerweise gleich on the go beantworten. Es besteht aber am Ende auch nochmal die Möglichkeit, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, auch nochmal Fragen, die wir vielleicht jetzt nicht auf den Folien in diesem Webinar beantwortet haben, zu stellen. Und selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, im Nachgang zu dem Webinar, wenn es jetzt sehr spezielle Fragen sind, die vielleicht jetzt nicht für das große Publikum bestimmt sind, dann nochmal individuell auf uns zuzugehen. Die Agenda für heute wird wie folgt aussehen. Wir werden am Anfang kurz eine Einführung in das Thema bieten, was Multi-Seller-Exits bedeuten. Dann werden wir selbstverständlich darauf zu sprechen kommen, wie der Flightride-Exit abgelaufen ist. Dort einen kleinen Erfahrungsaustausch mit Philipp und Andreas machen. Der nächste Teil wird etwas rechtlicher und auch technischer. Wir werden dann auf Besonderheiten eingehen, die Multi-Seller-Transaktionen mit sich bringen unter drei Gesichtspunkten: Haftung, Verkäufervereinbarung und Closing. Und last but not least werden wir dann darauf zu sprechen kommen, wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird und wie wir jetzt, wo der zweite Lockdown ja auch vor der Tür steht, was wir da zu erwarten haben und was die Lehren aus den vergangenen Monaten in diesem Bereich sind. Wenn man überlegt, einen Exit-Prozess zu starten, stehen ein Gründer oder ein Investor grundsätzlich verschiedene Wege zur Verfügung, die alle, wie man hier sieht, alle zu einem Ziel führen oder Ziel führen sollen, nämlich einen erfolgreichen Exit hinzulegen. Die ganz grundlegende Weichenstellung, die sich, muss man fairerweise sagen, für die meisten Unternehmen und meisten Gesellschafter gar nicht stellt, ist die erste Weichenstellung, ist ein Börsengang eine Option oder ein sogenannter Dual-Track-Prozess, wo man parallel einen Börsengang und einen M&A-Prozess plant, vorbereitet und ja und auch in den Verhandlungen immer wieder diese Parallelität zum Ausdruck bringt, um letztlich die eigene Verhandlungsposition dadurch zu verbessern, dass man, wenn sich in dem eigentlichen Verkaufsprozess die Konditionen nicht so entwickeln, wie man sich vorstellt, dass man immer noch die Ausweichmöglichkeit Börsengang hat. Wenn man sich die Zahlen anguckt, sind diese beiden Optionen für einen Großteil der Unternehmen keine ernsthaften
Optionen, sodass wir uns auch hier in dem Webinar jetzt auf die beiden oben genannten Optionen oder Wege zum Exit konzentrieren wollen, nämlich einmal den Verkaufsprozess und einmal der Auktionsprozess. Der Unterschied bei den beiden Prozessen in aller Kürze besteht darin, dass man beim Verkaufsprozess einen potenziellen Käufer, einen Bieter ausfindig macht, mit dem man dann ziemlich schnell in Vertragsverhandlungen eintritt, oder man wird umgekehrt von einem potenziellen Käufer angesprochen, ob Verkaufsbereitschaft besteht. Es ist also hier ziemlich schnell eine One-on-One-Situation. Im Auktionsprozess ist der Prozess offener und breiter angelegt. Man häufig auch unter Einbindung von M&A-Berater, Finanzberater wird ein großer Kreis potenzieller Interessenten, potenzieller Käufer angesprochen. Vom Prozess her natürlich aufwendiger. Gleichzeitig verbessert man dadurch vermeintlich die eigene Verhandlungsposition, da man verschiedene Angebote hat, die vergleichen kann, Interessenten ein Stück weit vielleicht auch gegeneinander ausspielen kann. Genau. Vielleicht an dieser Stelle, Andreas, du hast ja schon eine ganze Reihe von Exit-Transaktionen begleitet, gesehen. Was ist nach deinem Dafürhalten der übliche Weg? Gibt es, erkennst du da eine klare Tendenz am Markt, was häufiger gewählt wird? Welcher Weg, Verkaufsprozess oder Auktionsprozess? Sagen wir mal so, wir reden jetzt beim Exit immer von mehr oder weniger 100% Exit, ne? Ob jetzt das Management hinterher noch an Bord bleibt oder nicht mit einem kleinen Stake, möchte ich mal mit den 100% Exit mit subsumieren. In diesen Fällen ist das mit einem M&A-Berater im Auktionsprozess idealerweise. Ja, dass es natürlich zum Schluss nicht immer ganz so toll läuft, wie man sich das am Anfang vielleicht denkt. Und dann die Auktion vielleicht maximal zwischen noch zwei oder drei Parteien passiert. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen in der Natur der Sache. In den meisten Fällen findet man schon relativ schnell eigentlich den präferierten Käufer, weil Pecunia non olet, aber zum Schluss gibt es ja doch immer, auch gerade beim Management, was verbleiben soll, so persönliche Präferenzen. Da könnte ja Philipp vielleicht nochmal ein Wort zu sagen, weil er muss ja dann mit dem Käufer die nächsten Jahre noch zusammenarbeiten. Und da ist es dann nicht immer nur der reine Kaufpreis, wobei als VC sieht man das vielleicht noch ein bisschen anders als das verbleibende Management. Ja, in der Tat. Also das wäre wahrscheinlich auch unsere Sicht auf die Dinge. Aber Philipp, das würde uns natürlich auch interessieren, wie da deine Sicht auf die Dinge ist und auch vielleicht ganz konkret im Hinblick auf euren Exit-Stand da von vornherein fest, wie dieser Prozess strukturiert ist oder wie habt ihr da den Prozess gestartet? Ich würde sagen, wir waren dann so ein bisschen, oder wir hatten eine sehr starke Präferenz, den Prozess strukturiert ablaufen zu lassen, weil wir eigentlich, als wir angefangen haben, das Unternehmen zu gründen, hatten wir, warum auch immer, den Exit überhaupt nicht so im Sinn, sondern wir haben gedacht, lass uns mal ein cooles Unternehmen bauen, lass uns mal schauen, ob man irgendwie im Rechtsbereich sozusagen ein skalierendes Startup überhaupt hinbekommt. Und davon waren wir sehr stark getrieben. Und irgendwann war das so erfolgreich, dass eben dann auch wirklich sehr, sehr, sehr große VCs auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ey, wir finden euch toll und wir wollen mal wissen, was ihr so vorhabt und finden es spannend. Und wir kommen mal mit fünf Beratern nächste Woche bei euch vorbei und wollen mal schauen, was so geht. Und dann haben wir gemerkt, dass wir sozusagen überhaupt nicht vorbereitet waren, dass da jetzt ganz viele Analysten kommen und ganz viele Fragen stellen, weil wir eben diesen strukturierten Prozess da so nicht im Kopf hatten. Und das hat sich dann aus vielerlei Gründen, auch weil es einfach vom Timing nicht gut war, zerschlagen, dieser Prozess mit den VCs. Und ein paar Jahre später kam dann irgendwann der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt fühlt es sich eigentlich so an, als ob man mal eben tatsächlich einen strukturierten Exit-Prozess einleiten sollte. Und da war es dann schon so, dass wir eben schon nochmal recht lange darüber gesprochen haben, ob das jetzt sozusagen eher ein Prozess ist, der sehr stark ausgerichtet ist auf Finanzinvestoren, was ja dann auch vor allem fürs operative Management Auswirkungen hat, wenn man dann ja, mindestens nochmal 5, 6 Jahre irgendwie dabei bleibt und auch eben
viel Skin in the Game haben sollte oder eben zu schauen, ob man einen strategischen Investor verkauft oder eben auf dieser Ebene auch einen Dual-Track-Prozess. Und wir haben dann halt tatsächlich gesagt, okay, wir schauen mal, also eher Richtung Strategen und definitiv mit einem M&A-Berater einen strukturierten Prozess. Und das war dann ein Auktionsprozess, ganz klassisch. Ja, und das passte dann am Ende auch und war, glaube ich, auch gut so, weil along the way haben sich dann eben auch schon durchaus verschiedene Veränderungen ergeben. Und klar, die Frage war, was wir damit sozusagen, welche Präferenzen auf Seiten des aktiven Management und auch der Mehrheitsgesellschafter da waren. Und logisch ist es nicht nur das Geld, sondern das Gesamtpaket muss stimmen und wir sind ja auch weiterhin als Management mit dabei und man muss sich schon vorstellen können, jenseits des Geldes, was natürlich immer eine Rolle spielt, dass man da irgendwie auch Spaß hat und dass man irgendwie auch vor allem eine gemeinsame Vision für die Weiterentwicklung des Unternehmens hat, ja, und auch Synergien mit dem Unternehmen sieht und das Gefühl hat, es geht voran, weil unabhängig vom Geld und auch wenn man vielleicht das Unternehmen verkauft, am Ende hängt da ja wahnsinnig viel Herzblut dran und was man definitiv als Gründer will, ist, dass man da das Gefühl hat, das Unternehmen wird weiter wachsen, wird sich weiterentwickeln und hat eine Zukunft. Und ja, vielleicht so viel dazu. Ja, vielen Dank. Dann vielleicht an der Stelle von mir ein paar einleitende Gedanken zu den Spezifika von Multiseller-Exits und den damit verbundenen Herausforderungen. Der Name impliziert es ja schon. Die besondere Herausforderung liegt hier darin, dass wir es mit einer Vielzahl von Verkäufern zu tun haben, die typischerweise auch über ganz unterschiedliche, sehr heterogene Interessen verfügen. Wir müssen überdenken, also was haben wir vor Augen? Wir sprechen in der Regel bei Multiseller-Exits, das muss nicht immer so sein, aber in der Regel, und das ist natürlich heute auch die Case Study, die wir uns anschauen, über Venture Capital finanzierte Unternehmen. Da ist das typische Setup, dass das Unternehmen irgendwann gegründet wurde, dann sind die berühmten 3F reingekommen, Family, Friends und Fools, vielleicht auch Angel-Investoren. Dann gab es möglicherweise mal eine Seed-Runde und spätere Finanzierungsrunden, in deren Rahmen dann Finanzinvestoren, Venture Capital Geldgeber, möglicherweise auch Family Offices in die Unternehmen investiert haben. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen Unternehmen auch ein Stratege dabei. All diese Gruppen haben ganz unterschiedliche Interessen. Das führt im Wesentlichen, wenn man das einmal clustern will, zu zwei Herausforderungen, nämlich zum einen die tatsächlicher Natur. Stichwort Stakeholder Management und zu solchen rechtlicher Natur. Und da sind allen voran zu nennen das Haftungskonzept, was wir uns heute näher anschauen werden. Garantien auf Englisch, Reps and Warranties im Rahmen von Unternehmenskaufverträgen sind natürlich ein großes Thema. Nach wie vor, trotz möglicher Versicherungslösungen. Da gilt es eben, ein abweichendes Haftungskonzept zu implementieren. Und das zweite Thema ist das Innenverhältnis der Verkäufer. Das zweite Thema innerhalb der rechtlichen Implikationen ist das Innenverhältnis der Verkäufer, was eine Reihe von Fragen aufwirft, die in der Regel, um das kurz vorwegzunehmen, noch nicht in der Gesellschaftervereinbarung adressiert sind. Die Vielgestaltigkeit der Lebenssachverhalte macht das nicht möglich. Jahre vor einem Exit, wir haben es ja eben gerade schon gehört, das hat man wirklich nicht auf dem Schirm und weiß auch noch nicht genau, wie der vonstatten geht, schon in einer Gesellschaftervereinbarung zu adressieren, sondern das sind eben Einzelfallfragen, die im Rahmen des Exits dann der Regelung bedürfen. Dann vielleicht einmal noch ein Blick auf das, was eben gerade schon angeklungen ist, wie der Exit-Prozess allgemein aussieht. Das ist hier stark vereinfacht und unterstellend, dass es sich um ein strukturiertes Bieterverfahren, auch Auktionsprozess handelt, auch Auktionsprozess genannt, handelt. Das ist genau so einmal das ganz grobe Schema, was wir jetzt hier vielleicht auch an der Stelle dann durchdeklinieren wollen. An der Stelle vielleicht die Frage nochmal anknüpfend an das, was eben schon gesagt wurde, an dich, Andreas. Was ist denn typischerweise der Zeitpunkt, zu dem man sinnvollerweise Berater einschalten würde? Wir haben ja gerade schon von Philipp gehört, auf einmal
sozusagen geht es dann Schlag auf Schlag los mit dem Verfahren und dann sind ganz viele Analysten da und die wollen Idee machen und irgendwelche Management-Präsentationen hören. Was ist denn aus deiner Erfahrung, aus einer Reihe von Exit-Prozessen der ideale Zeitpunkt, wann man, so man das möchte, einen Corporate Finance oder M&A-Berater heranzieht und rechtliche Berater? Ja, vielen Dank für die Frage. Natürlich ist die Antwort immer, beim besten Wert zu verkaufen, ne? Und wir wissen ja auch alle, dass das Quatsch ist. Das ist technisch gesehen nicht möglich. Das hängt von einer Vielzahl von Sachen ab. Wir reden jetzt ja über VC-finanzierte Unternehmen, die auch einen entsprechenden Beteiligungsvertrag haben, wo es auch vertragliche Regelungen gibt, die es auch den Investoren ermöglichen, den Exit-Zeitpunkt mitzubestimmen. Das ist aber, wenn ich das mal so lax sagen darf, immer so ein Ehevertrag mit Sexversprechen, weil kein VC verkauft ein Unternehmen zu einem guten Wert, wenn die Gründer und Know-how-Träger da nicht mitziehen. Deswegen muss man da vielleicht neben den nackten Metriken, dass man den optimalen Wert für den Exit erreichen möchte, vielleicht dann auch die Lebensplanung der Gründer mit einbeziehen. Und wir haben es gerade bei unserem Fonds, die wir für das Land Brandenburg walten, End-of-Lifetime-Situations, wenn der Fonds tatsächlich am Ende angekommen ist, sind die Handlungsoptionen andere, als wenn man revolvierende Fonds hat, wo man tatsächlich keinen Exit-Zeitpunkt bestimmen muss. Ja, vielen Dank. Das ist sehr spannend und deckt sich sicherlich mit unserer Einschätzung an der Stelle. Die Tatsache, dass es sich um eine Multiseller-Transaktion handelt, wirkt sich wahrscheinlich auf jeden der hier beschriebenen Prozessschritte aus umfasst eben sozusagen Fragen des Stakeholder-Managements, denen wir uns aber jetzt an der Stelle gar nicht so im Detail widmen wollen, sondern würden das vielleicht dann tatsächlich anhand auch der Spezifika des Flight Right Exits einmal durchdeklinieren, insbesondere dann auch sozusagen die Frage, was eigentlich da im konkreten Prozess die besonderen Herausforderungen waren. Genau, vielen Dank. Also daran anknüpfen vielleicht, Philipp, du hast es ja gerade schon eingangs dargelegt, wie ihr so euch mit der Idee eines Exits angefreundet habt, wie die Idee dazu entstanden ist und wie man letztlich auch da reinwächst so ein Stück weit in diese Transaktion und wenn man dann den Entschluss gefasst hat, dann diesen Prozess dann strukturiert mit entsprechenden Beratern auch zu dem Zeitpunkt, wie Andreas es gerade dargelegt hat, angeht. Was mich vielleicht an dieser Stelle als Eingangsfrage mal einmal interessieren würde, ihr habt ja auf dem Weg bis zum Exit auch schon diverse Finanzierungsrunden gemacht. Auch das sind natürlich Transaktionen, bei denen eine Reihe von Themen, die wir heute besprechen, Stichwort Garantien, immer wieder eine Rolle spielen. Vielleicht mal im Vergleich dazu, was waren aus deiner Sicht die größten Herausforderungen bei dem Exit-Prozess und wo warst du, nachdem du ja auch schon jetzt Deal erfahren warst durch die Finanzierungsrunden, gab es da Punkte, die dich dann tatsächlich überrascht haben ein Stück weit, weil sie dann doch anders sind als bei den Finanzierungsrunden, die du vorher erlebt hast bei FlightRight? Also vielleicht erstmal zur Einordnung. Eigentlich würde ich sagen, haben wir nur eine einzige Finanzierungsrunde und heutzutage würde man sagen, es war eher eine wirklich eine Seed-Runde gemacht, weil wir dann, da war vielleicht auch so der Anwalt noch sehr stark in mir drin, der ich ja vorher lange Zeit auch schon war. Wir haben dann gedacht, ja gut, man kriegt jetzt einmal, wir haben einmal sozusagen vom Land Brandenburg und von ein paar anderen Angel-Investoren Geld bekommen und haben gesagt, jetzt lass mal schauen, dass wir damit klarkommen und haben es dann auch wirklich genau geschafft, mit dieser ersten Runde profitabel zu werden und sind dann tatsächlich sozusagen 2 Jahre nach der ersten Finanzierungsrunde ab dann profitabel gewachsen und haben unser ganzes Wachstum aus unserem eigenen Cash finanziert. Insofern war es dann eigentlich nur eine sozusagen klassische Finanzierungsrunde, die wir hatten. Und danach kamen dann natürlich sozusagen verschiedene Sideletter mit dem Management, ESOP-Programme aufgelegt. Und wir haben sozusagen auch mal über einen Management-Buyout mit unserem VC gesprochen. Aber das insofern, die Erfahrung war auf jeden Fall da. Klar, ja, was war anders an dieser letztlichen Finanzierungsrunde, an dem Exit-Prozess? Ich würde sagen, es war alles deutlich professioneller, das ganze Volumen war
größer, es waren noch alle, also es war, man hat einfach gemerkt, dass da ein hohes Maß an Spannung in dem Prozess war. Ja. Alle wollten, dass das gut funktioniert, alle wollten, dass das dass wir den richtigen finden, dass das sozusagen strategisch auch gut läuft, und vor dem Hintergrund hatten alle, würde ich sagen, ja, ein gutes Maß an Grundspannung, ein gutes Maß, da wurde sozusagen um Kleinigkeiten gerungen und wollte auf gar keinen Fall Fehler machen. Das ging schon los eben mit der Auswahl der richtigen M&A-Berater. Ja. Normalerweise, vielleicht auch vorher, hätten wir gesagt, ja komm, da gibt es ja so zwei, drei Unternehmen, die man Berater, die man in Berlin kennt, jetzt nehmen wir die, das passt schon, aber wir haben sozusagen schon für die Auswahl der M&A-Berater, glaube ich, 3 oder 4 Monate Zeit genommen und dann echt einen Beauty-Contest, wie man so schön sagt, draus gemacht und da wirklich viel Zeit und auch strategische Überlegungen reingesteckt, wer sind jetzt die Richtigen, wie setzen wir das alles auf, dass das passt, und auch mit den Anwälten haben wir überlegt und geguckt und auch mit mehreren gesprochen, und dann letztlich S&P als die Richtigen zu identifizieren. Ja, vielleicht so in der Vorbereitung. Und sozusagen dann im Prozess ist es natürlich so, in der Tat, dass einerseits so ein Prozess wirklich viele Wendungen bereithält, mit denen man so nicht gerechnet hat, auf die man auch immer wieder reagieren muss und manchmal auch einfach wieder aufstehen muss, wenn man denkt, oh Mann, das hat sich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt. Und natürlich sozusagen diese verschiedenen Interessen, was du gerade schon ansprachst, zwischen VCs, zwischen ehemaligen Management, was dann ausgeschieden ist, das ist halt oft auch gar nicht rational zu erklären, ja, bestimmte Befindlichkeiten, sondern teilweise hoch emotional, wo es auch ganz viel um Wertschätzung geht. Das alles sozusagen Stakeholder-Management zu betreiben, das ist mehr Aufwand, und das hätte man sozusagen am Anfang nicht gedacht, weil man am Anfang eigentlich dachte, schönes Unternehmen aufgebaut, mit Sicherheit einen guten... Jetzt habe ich ein Echo. Muss mal, Andreas, sprich du mal weiter, weil ich hatte gerade ein merkwürdiges Echo. Ja gut, du warst ja im Prinzip schon fast am Ende deiner Ausführungen. Wichtig ist tatsächlich, die verschiedenen Interessenslagen eben von ehemaligen Managern, von Business Angel, von VCs und von den verbleibenden Managern, also mit verbleibend auch weiterhin für das Unternehmen arbeiten. Die müssen alle gut unter einen Hut gebracht werden, und das ist uns in dem Fall gelungen. Vielleicht nochmal die Frage war auch noch, das einzuordnen, wie dieser Exit war. Also der war schon relativ anstrengend, weil die Gegenseite wirklich jedes einzelne Komma diskutiert hat. Da konnte man nicht mal schnell ein, zwei Klauseln mal durchwinken, sondern das wurde alles zurückgestellt, abgewogen und so. Und das war schon ein ziemlich langwieriger Prozess auch, der zum Schluss aber dann auch dadurch erfolgreich war. Die brauchten vielleicht auch diesen Antwort, über jedes Komma zu reden. Andreas, vielleicht noch auch eine Ergänzung für mich, wenn ich das nochmal rekapituliere, was sehr anstrengend war, fand ich an diesem Prozess, waren diese, auch dann in den finalen Verhandlungen mit Intermedia, waren sozusagen so lange Pausen zwischen diesen Verhandlungsrunden, ja, wo man eben zusammensitzt und dann geht man halt durch bestimmte Klauseln, bestimmte Themen durch, und wenn du dann aber nicht am nächsten Tag weitermachst, sondern dann vielleicht erst in der Woche oder in 2 Wochen weitermachst, was bei uns der Fall war, das zerrt sozusagen schon sehr stark am Nervenkostüm, zumindest an meinem. Wie habt ihr das, ganz interessante Aspekte, wie habt ihr das denn daran anknüpfen, wie habt ihr das denn gemanagt? Ihr habt ja zum einen die Stakeholder angesprochen, zum anderen die Verhandlungen mit Intermedia, also das sind ja letztlich, insofern das ist ja wahrscheinlich, das kommt ja auch zum Vorschein, ein wesentlicher Unterschied zur Finanzierungsrunde, dass man eigentlich letztlich da auch zwei echte Workstreams hat, nämlich einmal das Stakeholder-Management, einmal Verhandlungen mit dem potenziellen Käufer, und alle Gesellschafter idealerweise wollen immer alle mit am Tisch sitzen und alle mitverhandeln, was dann natürlich die Abstimmung auch erschwert. Wie habt ihr euch denn da aufgestellt, um diesen Prozess auf eurer Seite
zu streamlinen und trotzdem alle Stakeholder mit an Bord zu haben, ohne dass man da jemanden auf der Strecke zurücklässt. Das Streamlinen ist schon ein bisschen geschmeichelt, ne, Philipp? Möchtest du, soll ich? Nee, mach du mal. Ja, also Verhandlungsführer waren eben tatsächlich Philipp und ich, die auch, sagen wir mal, die größten Anteile vertreten haben. Und bei dem dritten, sozusagen die ehemaligen oder auch teilweise noch aktuellen Angestellten, die wesentlich weniger Anteile in Prozenten an dem Unternehmen hatten, da haben wir immer drum gebeten, um auch eben so eine stille Kosteffekte zu vermeiden und auch so ein bisschen den Geist dieser Verhandlungsführung transportieren zu können, dass immer einer von denen mit am Tisch sitzt. Die haben sich natürlich jetzt nicht bei der Vertragsgestaltung juristisch tief eingebracht. Das war aber wichtig, immer von dieser Gruppe der Verkäufer einen mit dabei zu haben, damit eben keine Reibungsverluste entstehen, sondern dass sie das selbst miterfahren, wo die Probleme in den Verhandlungen sind und was durchsetzbar ist und was nicht. Und das halt, also ich finde es auch im Nachhinein betrachtet, war das gut, dass wir das so gemacht haben. Sonst wäre das, glaube ich, noch aufreibender gewesen. Ja, und da gab es sozusagen den einen Haupt-Workstream, ja, mit Andreas und mir als quasi verkäuferseitige Verhandlungsführer. Und dann gab es natürlich sozusagen so Nebenschauplätze, weil in dem Moment, wo sich die Struktur des Deals, wie es funktioniert, eben kann mit den Verkäufern immer klarer wurden, haben dann eben einzelne Verkäufer sozusagen persönliche Themen, die für sie ganz persönlich wichtig waren, die sie geregelt haben wollten, identifiziert, und das musste man dann teilweise so in spezifischen separierten Breakout-Sessions sozusagen nur intern auf Verkäuferseite regeln. Und dann gab es da so Mini-Verhandlungsteams, würde ich sagen, die dann wirklich einen Block genommen haben, und der eine hat mit dem anderen das versucht irgendwie zu klären, und irgendwann gab es dann, was teilweise wirklich lange, also Wochen gedauert hat, eine Lösung für ein bestimmtes Thema, und das ist dann irgendwo entweder direkt in den Kaufvertrag mit den Verkäufern oder aber auch sozusagen in der Innenvereinbarung, also der Verkäufervereinbarung, eingeflossen. Musste dann teilweise eben von allen noch akzeptiert worden, aber es war schon war schon komplex, würde ich sagen, ja, das alles zusammenzubringen. Diese Verkäufervereinbarung, die wir hinterher geschaffen haben, ist auch eine der, also ich glaube, das ist die komplexeste, die ich jemals gesehen habe. Die hat auch allein die Verkäuferwahrung hat auch irgendwie 60 Seiten oder so. Ja, also ich muss als aus Beratersicht sagen, bei der Transaktion, es ist ja immer so ein Balanceakt, dass man zum einen möchte man in den Verhandlungen mit der Gegenseite, mit dem potenziellen Käufer, möchte man schlank aufgestellt sein, um effizient und schlagkräftig verhandeln zu können. Gleichzeitig braucht man natürlich das Backing aus dem gesamten Gesellschafterkreis, um nicht am Ende mit einem Ergebnis zurückzukehren, was für die anderen nicht akzeptabel ist. Und also ich muss rückblickend sagen, dass ihr genau diesen Balanceakt sehr, sehr gut hinbekommen habt, auch genau durch diese Mittel und Wege, die ihr beschrieben habt. Also kleines Verhandlungsteam, was dann aber wiederum die Stakeholder repräsentiert, und immer eine Rückkopplung mit den anderen Stakeholdern gefunden habt. Und ja, also natürlich, jeder Exit-Prozess hat seine eigenen Besonderheiten und Schwierigkeiten, aber genau diesen Balance, den ihr auch beschrieben habt, den habt ihr wirklich gut gemeistert. Vielleicht an dieser Stelle gehen wir mal einen Schritt weiter und wenden uns den Besonderheiten bei Multiseller-Transaktionen auch, jetzt wird es ein bisschen technischer, also aus rechtlicher Sicht zu. Und da werden wir einige der Punkte, die wir jetzt anhand, ich sag mal, Case Study besprochen haben, werden wir jetzt aus rechtlicher Sicht ein bisschen näher beleuchten. Zunächst wollen wir uns dem ganzen Themenkomplex Haftung, Garantiekonzept widmen. Also hier ist gemeint der Unternehmenskaufvertrag, also der Workstream mit dem potenziellen Käufer. Vielleicht, bevor man in die Details einsteigt, noch einmal sinnvoll sich zu vergegenwärtigen, wie ist eigentlich die Interessenlage. Der Verkäufer hat selbstverständlich ein Interesse, die Verkäufer haben ein Interesse, ihre Haftung möglichst weit zu beschränken. Sie haben großes Interesse daran, dass die einmal abgeschlossene Transaktion dann auch Bestand hat. Und insbesondere diejenigen Verkäufer, die nicht mehr
stark involviert sind, vielleicht im operativen Geschäft. Ben hatte das ja vorhin auch schon kurz angerissen, die auch keine Einblicke mehr haben. Die haben ein besonders großes Interesse, dann keine Aussagen oder Garantien abgeben zu müssen zu Sachen, von denen sie keine Kenntnis und keine Ahnung haben. Der Käufer auf der anderen Seite legt ja dem Unternehmenskaufvertrag eine gewisse Unternehmensbewertung zugrunde und diese Annahmen müssen entsprechend abgesichert sein. Und wenn sich dann herausstellt, dass diese Annahmen nicht zutreffen, falsch sind oder irreführend, dann muss auch sichergestellt sein, dass in diesem Fall eine entsprechende Entschädigung gezahlt werden kann, also dass ein ausreichendes Haftungssubstrat zur Verfügung steht. Wie kann man das erreichen? Man könnte im ersten Schritt ja erstmal davon ausgehen und sagen, ja, Unternehmenskaufvertrag, ob ich jetzt ein Unternehmen kaufe oder mir beim Bäcker Brötchen kaufe, beides ist ein Kaufvertrag, unterliegt deutschem Kaufrecht. Wir haben gesetzliches Gewährleistungsrecht, das sollte ausreichen. Jeder, der Unternehmenstransaktionen gemacht hat, weiß, das ist nicht das, wie es am Markt passiert, sondern man hat ein individuell vereinbartes Haftungsregime, einen ausführlichen Garantiekatalog, wo mehr oder weniger detailliert einzelne Zustände beschrieben werden, in dem sich das Unternehmen befindet oder befinden soll. Und auf Rechtsfolgenseite werden dann ebenfalls verschiedene Regelungen dazu getroffen, in welchem Umfang der Schaden, wenn eine Garantie dann falsch ist, zu ersetzen ist, ob es De Minimis-Regelungen gibt, ob es eine Haftungsbegrenzung gibt und so weiter. Also es ist, man schließt das gesetzliche Gewährleistungsrecht, weil es auch zu unbestimmt ist, aus und weil es auch nicht angemessen ist, vereinbart ein eigenes Haftungsregime. Das Ganze funktioniert aber im Wesentlichen nur so weit, wie keiner der Verkäufer arglistig handelt, also nicht den Käufer arglistig täuscht. Wenn man dann, das bespricht man da auch häufig, sagt, ja, keiner der Verkäufer darf irgendwie hier arglistig täuschen. Und wenn man so den Begriff hört, arglistig, arglistige Täuschung, dann hat man immer so den jemanden vor Augen, der von dem Gedanken getrieben ist, irgendwie den Käufer in das Licht zu führen und ein absolut böser Mensch ist. Wenn man sich aber mal tatsächlich mit der Frage der arglistigen Täuschung näher beschäftigt, dann kommt man ganz schnell zu der Erkenntnis, dass man auch in die arglistige Täuschung, ich sag mal, reinrutschen kann. Denn man kann arglistig täuschen sowohl dadurch, dass man Eigenschaften vorspiegelt, die so gar nicht bestehen, oder dass man etwas verschweigt, irgendwelche Mängel. Und im Zusammenhang mit dem Garantiekonzept ist das insbesondere deswegen immer relevant, weil man durch die Garantien jedenfalls zum Ausdruck gibt, zu verstehen gibt, dass das Unternehmen sich in einem gewissen Zustand befindet. Wenn man jetzt aber zum Beispiel als institutioneller Investor, der sehr früh eingestiegen ist, über die Zeit sehr stark verwässert ist, ein kleines Stake nur noch hält, nicht im operativen Geschäft irgendwie involviert ist, wenn man dann plötzlich einen sehr umfangreichen Garantiekatalog abgibt, dazu, welche Genehmigungen bestehen, wie die Liste der Arbeitnehmer auszusehen hat, und man es schlichtweg nicht weiß und man aber dadurch, dass es ein ausverhandelter Garantiekatalog ist, erkennen muss, dass es für den Käufer ein wichtiger Aspekt ist, über den man hier spricht, und sich gleichwohl einfach diese Garantie abgibt, die Rechtsprechung spricht davon, ins Blaue hinein, dann läuft man eben Gefahr, dass das schon, und das reicht nach der Rechtsprechung, dass das als arglistige Täuschung angesehen wird. Und das hat sehr starke und drakonische Rechtsfolgen. Der Käufer hat in dieser Situation, wenn man davon ausgeht, dass einer der Verkäufer arglistig getäuscht hat, im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Zum einen, Alternative 1, der kann das SBA, also den Unternehmenskaufvertrag, anfechten. Das ist natürlich der absolute Worst Case für eine Transaktion. Man stelle sich vor, ein Unternehmen ist verkauft worden, zwei Jahre später ploppt so etwas auf und man kann nachweisen, dass eine arglistige Täuschung vorlag, der Kaufvertrag wird angefochten, muss rückabgewickelt werden, absolutes Worst Case Szenario. Und es reicht eben aus, dass einer der Verkäufer arglistig täuscht. In vielen Fällen möchte der Käufer aber gar nicht so weit gehen und sagt sich, naja, gut, jetzt habe ich das Unternehmen auch schon eine Zeit gehabt, ist ja eigentlich, finde ich eigentlich auch ganz toll und möchte das jetzt auch nicht wieder abgeben. Ich möchte aber schon meine Ansprüche geltend machen, die daraus resultieren, meinen Schaden ersetzt bekommen. Und da ist es so, er kann aufgrund der arglistigen Täuschung
die gesetzlichen Gewährleistungsrechte, die eigentlich ausgeschlossen wurden, auch geltend machen. Und die Besonderheit besteht hierin, dass jedenfalls nach der Rechtsprechung des BGH zu Grundstückstransaktionen diese gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht nur gegen den arglistigen Täuschenden, sondern auch gegen die übrigen Verkäufer geltend gemacht werden können, die diese Garantien abgegeben haben. Und diese Rechtsprechung halten wir in der Sache nicht für richtig, denn es jedenfalls, sofern es an einer gesetzlichen Zurechnungsnorm fehlt, also man kein Stellvertreter ist oder kein Wissensvertreter oder ähnliches. Aber diese Rechtsprechung gibt es nun mal und man wird davon ausgehen müssen, dass sie auch übertragen wird auf diese Sachverhalte. Und zudem sind die Haftungsbeschränkungen, die im Unternehmenskaufvertrag vereinbart sind, greifen in aller Regel auch nicht bei arglistiger Täuschung. Das Ziel ist also, dass man im Außenverhältnis versuchen muss, die arglistige Täuschung zu beschränken. Das kann man auf verschiedene Weise machen. Option 1 ist, man beschränkt die Wissenszurechnung. Man sagt, der eine Verkäufer lässt sich das Wissen der anderen nicht zurechnen und auch nicht etwaige Pflichtverletzungen. Das bringt aber nach dem, was wir ja gerade gesehen haben, sowohl bei der Anfechtung als auch bei der Geltendmachung gesetzlicher Gewährleistungsrechte sehr wenig, denn wenn einer arglistig täuscht, kann der Vertrag angefochten werden und nach der BGH-Rechtsprechung stehen auch die gesetzlichen Gewährleistungsrechte wohl gegenüber allen Verkäufern zu. Daher wollen wir uns die beiden anderen Optionen einmal hier näher anschauen, wie man diesem Problem Herr werden kann. Zum einen wird da angesetzt bei dem Erklärungsgehalt der Garantien. Normalerweise wird eine Garantieerklärung immer als Wissenserklärung eingestuft. Das heißt, als Verkäufer gebe ich zu verstehen, ich weiß und erkläre hiermit, dass das Unternehmen in einem gewissen Zustand ist. Und wenn diese Erklärung eben falsch ist und ich die Erklärung ins Blaue hinein abgegeben habe, dann laufe ich Gefahr, dass es eine arglistige Täuschung ist, was eben insbesondere für institutionelle Investoren mit wenig operativem Einblick schwierig ist. Man kann diese Klauseln aber auch so draften, dass es eine reine eine Sollzustandserklärung ist. Also man macht sich diese Erklärung nicht insoweit zu eigen, dass man sagt, ich weiß oder ich bestätige hiermit, dass dieses Unternehmen in diesem Zustand ist, sondern es ist einfach eine objektive Risikoallokation und man sagt, Beispiel, das Unternehmen verletzt keine fremde IP, keine IP-Rechte Dritter. So, wenn das dann doch der Fall sein sollte und man hat sich auch gar keine Gedanken darüber gemacht, ob das möglicherweise der Fall ist, stellt sich später heraus, dass diese Aussage falsch ist, dann ist dieser Sollzustand nicht eingetreten und daran sind dann entsprechende Schadensersatzansprüche geknüpft. Es ist aber so die Idee dahinter. Es ist aber zumindest klar zum Ausdruck gekommen, dass man selber keine Kenntnis darüber hat, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist oder nicht. Das ist sicherlich auch was vom Drafting-Aufwand her bei dem Unternehmenskaufvertrag ist relativ überschaubar. Es ist aber nicht in der höchstrichterlichen Rechtsprechung abgesichert. Und daher ist das sicherlich was auch immer wieder angesprochen wird, ist sicherlich etwas, womit man das flankieren kann, was aber in der Praxis jedenfalls nach unserem Dafürhalten jetzt nicht die ganz überwiegende gewählte Option ist. Häufiger sieht man, und das ist auch das, was wir häufig vorsehen und wo wir auch denken, dass die Interessen sowohl von Verkäuferseite als auch Käuferseite angemessen berücksichtigt werden, dass man Garantieabgabe und Einstandspflicht voneinander trennt. Die ganze Idee und das, was wir versuchen, ist ja, das Risiko zu minimieren, dass jemand arglistig täuscht. Das schaffen wir dadurch, dass die Garantie nur von denjenigen tatsächlich abgegeben wird, die Kenntnis von den operativen Abläufen haben, die wissen, was darüber, was in dem Unternehmen los ist. Das sind üblicherweise die Gründer, sofern sie noch in dem Management beteiligt sind. So, auf der Rechtsfolgenseite ist es aber natürlich den Gründern nicht zuzumuten, dass sie die komplette Haftung übernehmen. Und das ist auch für den Käufer nicht ausreichend, die alleine gegen die Gründer etwaige Ansprüche geltend zu machen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, da die Gründer ja bei vielen Exits jedenfalls für eine Übergangszeit noch an Bord bleiben
und es jedenfalls aus Käufersicht misslich wäre, dann alle Ansprüche gegen die gegen die Gründer geltend machen zu müssen. Daher werden die Käuferinteressen in der Regel dadurch gewahrt, dass man sagt, oder auch die Interessen der Gründer, dass man sagt, die Gründer geben zwar die Garantie ab, aber auf der Rechtsfolgenseite gibt es in der Regel ein Treuhandkonto, das ist das Treuhandmodell, dass die gesamten Verkäufer entsprechend ihrer Erlösbeteiligung, Pro-Rata-Beteiligung dieses Treuhandkonto, diesen Treuhandbetrag fanden und im Fall einer Garantieverletzung soweit auch alle einzustehen haben. Man muss das nicht über ein Treuhandmodell machen, man kann das auch über ein Mithaftungsmodell machen, über gesamtschuldnerische Haftungen in der Rechtsfolge, hat aber für den Käufer natürlich gewisse Nachteile und ist zum Teil auch schwerer zu akzeptieren, weil er dann wiederum gegenüber den einzelnen Parteien die Ansprüche geltend machen muss. Genau. Vielleicht an dieser Stelle, das war jetzt alles sehr technisch und zeigt aber vielleicht auch die Komplexität, die das ganze Thema Haftung, Garantien hat. Vielleicht nochmal, um den Bogen zu schlagen. Andreas, du hast ja viele Exits begleitet oder auch Philipp aus deiner Sicht. Welche Rolle spielen diese Überlegungen aus eurer oder haben solche Überlegungen bei den Exit-Transaktionen, die ihr kennt, gespielt? Ist das etwas, wo sich nur die Anwälte drin verwirklichen und sagen, das ist total spannend, hier diese Ideen und hier verbringen wir gerne unsere Abende mit? Oder ist das etwas, welchen Raum nimmt das ein bei den Verhandlungen? Ist das etwas, Andreas, auch in deine Richtung gefragt, was für euch als Investor auch, ihr seid ja gerade jemand, der möglicherweise, weil ihr sehr frühphasig reingeht, bei späteren Exits dann vielleicht auch nicht mehr so nah dran seid. Bei Flightride ist ein Sonderfall, wo das vielleicht auch für euch von besonderem Interesse ist. Da würde mich mehr interessieren, wie ihr da drauf schaut. Ja, sagen wir mal so, unsere Grundposition ist immer nur Title und Ownership. Ne? Was war das an? Machen wir. Damit kommen wir natürlich nicht besonders weit. Und im Laufe der Verhandlungen ist das ein genauso wichtiger Punkt für uns, genauso wie für die anderen Garantiegeber im Zusammenhang mit dem Kaufpreis. Ne? Wenn man sich schon hat beim Kaufpreis quetschen lassen, ist man vielleicht auch nicht so willens, große Garantien abzugeben. Wenn man sich ansonsten gut behandelt fühlt, dann findet man vielleicht auch einen Weg, eine oder andere Sache zu akzeptieren, die man sonst nicht so nehmen würde. Und es gibt ja immer noch so Mittelwege zwischen harter Garantie und Best Knowledge. Und als Finanzinvestor, der jetzt zwar ein monatliches Reporting bekommt und sich mit dem Unternehmen beschäftigt, aber nicht im Operativen tatsächlich drinsteckt, ist eine Best Knowledge immer, finde ich, so ein ganz guter Mittelweg. Ja. Ich glaube, die Frage war ja auch, Martin, inwieweit man sich dann sozusagen in der Materie oder die Verkäufer und Gesellschafter in der Materie der Verhandlung, des Haftungsmodells, sage ich mal, wiederfinden. Und ich, obwohl ich jetzt Jurist bin, muss ich sagen, das ist schon eine sehr, sehr spezielle Materie gewesen. Und da war ich extrem froh, Berater an der Seite zu haben, die in dieser Materie sehr zu Hause sind und wirklich um jedes Komma und jede einzelne Klausel auch feilschen und auch wissen, wie das ist, weil das sozusagen ist komplex, ja. Und ich glaube, wenn man da nicht gut beraten ist, kann man da schnell Fehler machen, ohne zu merken, Absolut. Dass man überhaupt einen Fehler macht. Wo sozusagen eher entscheidender wird dann sozusagen, wenn man eine Due Diligence hat, ne, über die wir eigentlich auch noch gar nicht geredet haben, die ja dann ganz oft eben auch Gegenstand der Garantien oder der Freistellungen ist, sozusagen, da hat man dann natürlich schon, damit kann man eben deutlich mehr anfangen, weil diese Findings aus den Due Diligence oder die Garantien sind natürlich sehr nah oft am operativen Geschäft dran, wenn es jetzt nicht um die ganz generellen Sachen geht, wie die Bilanzgarantien und sowas. Und da weiß man dann schon, okay, hier habe ich vielleicht möglicherweise ein Risiko und was kann ich da eigentlich genau zusagen? Da kann man dann schon eher auch um die Details und die Worte selber mitfalschen und hat selber auch Ideen und kann sich da einbringen, weil es einfach ein bisschen konkreter ist und nicht so abstrakt wie der Setup so eines solchen Modells. Ja. Okay, vielen Dank. Dann mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, widmen wir uns als nächstes der Verkäufervereinbarung.
Ja, vielen Dank. Spannendes Thema. Ich hatte es ja vorhin schon einmal kurz angerissen. Die Vorfrage ist natürlich, wenn ich kluge und gute Berater habe oder das selber kann, warum brauche ich das dann eigentlich überhaupt im Fall von einem Exit? Ist das nicht ein Thema, was ich schlicht und ergreifend wie viele andere auch in der Gesellschaftervereinbarung adressieren kann und damit dann zumindest mal den Workstream der internen Verhandlungen im Rahmen eines Exit-Prozesses auch vereinfache? Die kurze Antwort darauf ist, ja, es gibt ja auch Regelungen in der Gesellschaftervereinbarung, Stichwort Mitverkaufspflicht, Drag-along, die sich aber typischerweise nur mit der Frage des Ob des Verkaufes auseinandersetzt. Jetzt mag es natürlich sein, dass man im Rahmen einer solchen Drag-along-Regelung auch in bestimmten Umfang regelt und sagt, wenn jemand zum Verkauf gezwungen wird, seine Anteile, in welchem Umfang muss er dann Garantien abgeben? Das sind aber sehr rudimentäre Regelungen. Wie ich eingangs schon sagte, ist es so, dass die Art und Weise eines Exits, welche Garantien verlangt werden, welche Positionen der Käufer bereit ist zu akzeptieren, inwiefern der Käufer sich auf den Standpunkt stellt und sagt, das ist eine einheitliche Transaktion, ich möchte einen einheitlichen Ansprechpartner haben, das ist eben ganz unterschiedlich. Das hängt ganz entscheidend auch vom Kräfteverhältnis, klang ja auch vorhin auch schon an, im Rahmen der Verhandlungen ab, hängt natürlich auch vom Preis ab. Ja, wenn der Preis höher ist, sind vielleicht auch alle bereit, dann eher etwas härtere Konditionen im Übrigen zu akzeptieren. Und all das macht es nicht praktikabel, sich schon im Rahmen der Verhandlungen über eine Gesellschaftervereinbarung, im Rahmen einer Finanzierungsrunde, über die detaillierte Ausgestaltung des Wie des Exits Gedanken zu machen. Das ist letztlich der Grund, warum man eine separate Vereinbarung in aller Regel braucht. Eine Alternative wäre natürlich, dass man sagt, gewisse rudimentäre Regelungen im Innenverhältnis schreibe ich in den Unternehmenskaufvertrag rein. Das hat sich nicht als Best Practice etabliert, hat eine Reihe von Gründen. Oft ist es so, dass der Käufer selber sagt, was interessiert mich euer Innenverhältnis? Das bläht das SPA nur auf und am Ende hänge ich hier doch noch irgendwo mit drin oder bin hier für bestimmte Themen haftbar, was ich nicht möchte. Oftmals ist es aber so, dass die Verkäufer diese Bestimmungen natürlich vertraulich halten wollen und sie unter sich regeln wollen und nicht unbedingt jetzt auch dem Käufer dann zur Kenntnis bringen wollen. Worüber sprechen wir denn konkret? Was ist sozusagen sind die Regelungsgegenstände, die man typischerweise in einer Verkäufervereinbarung adressieren sollte? Wir haben häufig eine Situation, wo wir einen gemeinsamen Vertreter der Verkäufer haben. Das kann einerseits Implikationen haben, was jetzt so die Verhandlungsführung angeht. Auch da gibt es manchmal Regelungen dazu. Spannender ist aber eigentlich die Situation, dass es mit der Abwicklung des Kaufvertrages, mit dem Vollzug der Transaktion, dem sogenannten Closing, ist es ja in der Regel nicht vorbei. Es gibt bestimmte Gestaltungsrechte und bestimmte Mitwirkungsrechte unter einem Unternehmenskaufvertrag. Das ist das typischerweise, naja, in wirklichen Extremfällen, die Ausübung von Rücktrittsrechten, falls die Kartellfreigabe, so sie erforderlich ist, nicht rechtzeitig erfolgt. Da wird man typischerweise sagen müssen, es ist wahrscheinlich nicht angemessen, dass eine Vielzahl von Verkäufern jeder einzelne zustimmen muss. Vielleicht ist das auch die angemessene Regelung. Typischerweise würde man eher sagen, nee, das reicht vielleicht aus, wenn 90% der Verkäufer nach Köpfen oder nach Kaufpreis wollen, dass der Kaufvertrag rückabgewickelt wird. Aber wie gesagt, totaler Edge Case. Was sind wahrscheinlichere Fälle, wo man eben sagt, es bedarf der Willensbildung und der Vertretung der Verkäufer im Nachgang zum Closing, also Post-Closing? Naja, man denke zum Beispiel nur mal an die Steuerfreistellung, eine ganz typische Klausel in einem Unternehmenskaufvertrag. Da gibt es gewisse Mitwirkungsrechte und Pflichten. Ja, die Verkäufer stellen den Käufer nach dem Mein Bier, Dein Bier-Prinzip frei von Mehrsteuern für Vorstichtagszeiträume. Dementsprechend sagen Sie aber natürlich auch, dass für Vorstichtagszeiträume Sie im Driver Seat typischerweise sein wollen, was jetzt die Verhandlung mit der Finanzverwaltung angeht, wenn die Finanzverwaltung um die Ecke kommt mit Steuernachzahlungsbegehren für Zeitpunkte vor wirtschaftlichem Übergang des Unternehmens. So, gleiche Frage wieder. Wer soll eigentlich diese Rechte ausüben? Wer prüft eigentlich die Steuerbescheide? Gibt es da vielleicht auch irgendwie ein gewisses Budget dafür? Machen das jetzt alle Verkäufer oder macht das vielleicht ein gemeinsamer Vertreter? Wer tritt nach außen hin auf? Das sind so typische Themen. Das Gleiche, was für Steuerverfahren gilt, gilt häufig auch für Drittverfahren. Also wenn ein Dritter wegen eines potenziell unter den Garantien
relevanten Sachverhalts an das Unternehmen herantritt und sagt, Mensch, du hast aber die und die Lizenz nicht, bitte, oder du hast meine Lizenz missbräuchlicherweise verwendet, bitte zahl mir Geld, dann würde sich der Käufer des Unternehmens natürlich umdrehen und würde sagen, liebe Verkäufer, das ist doch mal ein Sachverhalt, der möglicherweise unter den Garantien relevant ist, weil du hast mir doch gesagt, du hast alle Garantien. Auch da wieder die Frage, wer darf hier eigentlich Mitwirkungsrechte, die den Verkäufern typischerweise eingeräumt werden für solche Fälle, dann ausüben. Vielleicht Frage an euch, und ich glaube, das dürfen wir sozusagen, hattet ihr uns freigezeichnet im Rahmen des Mandatsgeheimnisses, dass wir das disclosen dürfen, dass ihr auch eine zentrale Rolle im Rahmen der Abwicklung, sozusagen der weiteren Abwicklung des Kaufvertrages spielt, Philipp und Andreas. Vielleicht eine Frage an euch sozusagen, gibt es den geborenen Verkäufervertreter, was sind da aus eurer Sicht Best Practices, sollte das einer nur sein, sollten das mehrere sein, ohne dass ihr jetzt sozusagen alle Details disclosed, was sind so aus eurer Sicht Best Practices, geht man da vielleicht auf die gleichen Mehrheiten dann irgendwie auch, die man schon vor dem Exit hatte in der Gesellschaftervereinbarung, um eben Entscheidungen zu treffen, vielleicht Andreas mal mit dir angefangen, wie würdest du sowas typischerweise ausgestalten? Ich finde das schon, wie wir es hier gemacht haben, eigentlich die beste Lösung, dass eben jemand, der das operative Geschäft kennt, mit den Verkäufer vertritt und vielleicht jemand von der Finanzseite, weil das ergänzt sich super. Wir haben hier durchaus Themen, die wir diskutieren müssen. Wir haben jetzt hier keine größeren Haftungsfälle. Das ist alles im Verhältnis noch beherrschbarer Kleinkram, aber das kann Philipp natürlich dann durch seine Rolle als bestehender Geschäftsführer von Flightred auch viel besser beurteilen als ein bereits ausgeschiedener Gesellschafter. Von daher kann ich das, so wie wir es hier gemacht haben, auch tatsächlich nur empfehlen. Das Einzige, was ich so ein bisschen hinderlich finde, das hat aber jetzt gar nichts mit euren juristischen Inhalten zu tun, ist eben immer diese Notwendigkeit dieser Treuhandverhältnisse, weil eben Banken wegen der wirtschaftlich Berechtigten eben immer nur für Treuhänder, Notare und solche Konten eröffnen. Das macht die Sache einfach im Handling ein bisschen kompliziert, hat aber jetzt mit der rechtlichen Würdigung nichts zu tun. Ja, das leitet in der Tat sehr schön zum nächsten Punkt über, als wäre es genau abgesprochen, denn auch das kann eine weitere Aufgabe des Verkäufervertreters sein, nämlich die Kaufpreisverteilung vorzunehmen, wo man sagt, der Kaufpreis wird auf ein gemeinsames Konto eingezahlt und dann weitergereicht, möglicherweise auch unter Abzug von gewissen Posten wie Transaktionskosten oder Ähnlichem. Das erleichtert typischerweise die Abwicklung und eben sieht man auch an der Stelle in der Praxis sehr häufig, dass ein Käufer sagt, ich habe hier sicherlich keine Lust, wir haben ja durchaus venture-finanzierte Unternehmen, Growth-Unternehmen im Bereich von irgendwie 60, 70 Gesellschaften, so viele hattet ihr jetzt, glaube ich, nicht in eurem Exit bei Flightride, aber das kommt ja durchaus vor in der Praxis und das ist natürlich nachvollziehbar, dass ein Käufer sagt, ich bin noch nicht bescheuert und weiß hier 60, 70 Überweisungen an mit dem Risiko, dass dann auch da irgendwas fehlgeleitet wird und typischerweise ist ja dann auch der Eingang des Kaufpreises Voraussetzung für den dinglichen Übergang der Anteile, Vollzugsvoraussetzungen. Da will man natürlich auch sicher sein, dass das Geld ankommt, also das hat auch eine ganze Reihe von... Das ist ja noch die leichteste Aufgabe am Anfang, die meinte ich jetzt auch gar nicht so, sondern ich bin eher so bei Ansprüchen, die gegen den Escrow laufen und solche Sachen, ne? Abwehr von Garantien oder von Freistellung und so eine Sachen. Weil ja auch die Escrow-Zahlungen eben auf Treuhandkonten drauf sind, gar nicht so der ursprüngliche, da verstehst du gar nicht, weil es da ja um sehr große Beträge in der Regel geht, aber bei den dann vielleicht im Verhältnis kleineren Escrow-Accounts und so, ist es eben noch nur so eine Zwischenstufe, die Sache nicht gerade leichter und fluffiger macht. Ja, in der Tat. Ja, Was kann man noch so alles regeln, ist jetzt hier als Punkt nicht explizit aufgeführt. Oft ist es oder manchmal ist es so, dass Gesellschaftervereinbarungen nicht automatisch außer Kraft treten, sondern außer Kraft gesetzt werden müssen. Kann man auch in der Innenvereinbarung regeln. Manchmal ist das auch ein Anliegen des Käufers, der sagt, nee, da will ich schon auch mit an Bord sein, dass man das dann eben im Rahmen des Kaufvertrages macht. Das ist unterschiedlich, wo das geregelt ist. Was wir manchmal auch sehen, ist, dass man sagt, es gibt nochmal einen bestimmten Betrag, das knüpft ein bisschen an das an, was du gerade sagtest, Andreas, im Innenverhältnis, also über etwaige Treuhandbeträge hinaus, die im Außenverhältnis mit der Käuferin vereinbart werden, im Innenverhältnis nochmal ein zurückgestellter Betrag. Ja, wofür könnte der dienen? Der könnte dienen, wenn man zum Beispiel nicht einen Lockbox-Kaufpreis hat, sondern Closing Accounts, dass man sagt, es muss vielleicht nochmal nach dem Closing über den geschätzten Kaufpreis hinaus ein bisschen was zurückgezahlt werden, weil
hier möglicherweise die Debt-Positionen höher waren oder die Cash-Positionen niedriger waren, dann ist es natürlich ganz angenehm, dass nicht jeder einzelne Verkäufer wieder was zurücküberweisen muss, sondern dass man das aus einem gemeinsamen Topf nimmt. Und es ist manchmal ja auch so, dass man sagt, man hat doch noch nachlaufende Kosten im Rahmen von einem Exit, wie zum Beispiel, ja, schon angesprochen, für die Prüfung von Steuerbescheiden oder Ähnlichem. Das ist nicht immer erforderlich. Manchmal ist es auch so, dass die Käufer an der Stelle ein bisschen zurückhaltend sind und sagen, naja, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt eigentlich mein Geld schon haben. Möglicherweise musste ich mich mit der, dass die Verkäufer ja sagen, ich möchte mein Geld haben. Möglicherweise musste ich mich mit der Käuferseite schon darauf einigen, dass es einen bestimmten Treuhandbetrag gibt, auch in dem von Diamatin vorgestellten Modell. Das ist sowieso schon nicht oder erstmal für einen gewissen Zeitraum meiner Verfügung entzogen. Wenn ich jetzt auch noch einen internen Einbehalt habe aus Praktikabilitätsgründen, das wird mir dann doch ein bisschen viel. Das ist mein, da ist mir der initiale Payout, die Auszahlungssumme bei Vollzug des Vertrages, das ist mir einfach zu wenig. Dann verzichtet man manchmal auf solche Regelungen, die sich aber ehrlich gesagt aus rein praktischen Erwägungen dann schon anbieten. Dann ist es häufig ja so, dass es bestehende Mandatsverhältnisse gibt mit Rechtsberatern, M&A-Beratern, etc., die zunächst mal mit der Gesellschaft bestehen. Das mag so sein, dass die vielleicht historisch gewachsen sind. Vielleicht war es auch so, dass erstmal aus Praktikabilitätsgründen ein Mandatsverhältnis begründet wurde mit der Zielgesellschaft selbst. Vielleicht war es am Anfang auch, das sehen wir auch in manchen Prozessen, eigentlich unklar, wohin die Reise geht. Wird das Unternehmen jetzt wirklich schon verkauft oder machen wir nochmal eine Finanzierungsrunde schieben den Exit nochmal hin? Das ist durchaus manchmal auch unklar am Anfang von einem Prozess, was eigentlich das Ergebnis von einem Prozess ist. Es sind ja auch nicht immer 100% Exits. Manchmal ist es zwar eine Kontrollwechseltransaktion, aber mag eben auch eine Finanzierungskomponente haben. In solchen Szenarien kommt es eben häufig vor, dass Mandatsbeziehungen mit Beratern von der Zielgesellschaft geschlossen werden. Das hat eine Reihe von Implikationen und ist ein Zustand, den man dann spätestens zum Signing beseitigen sollte. Zum einen kann das eine verdeckte Gewinnausschüttung sein, wenn die Gesellschaft da Zahlungspflichten treffen, von denen sie nicht freigestellt ist oder sie tatsächlich da auch Zahlungen vornehmen soll. Denn der Verkauf des Unternehmens steht eben nicht im Interesse des Unternehmens selber, sondern ist Sache der Gesellschafter. Darüber hinaus kann es auch durchaus zu einer Situation kommen, dass es natürlich Vertraulichkeitsaspekte gibt. Man muss sich ja eins vorstellen, der Käufer, jedenfalls wenn er die Mehrheit an einem Unternehmen übernimmt oder 100%, dann erbt er die Mandatsverhältnisse, die mit der Gesellschaft bestehen. Und das gibt ihm natürlich dann auch gewisse Informationspflichtrechte gegenüber Beratern, indirekt über die Gesellschaft, die er geltend machen kann. Das sind Themen, die man natürlich möglicherweise auch vermeiden will. Und ich glaube sogar, vielleicht Benjamin, wenn ich kurz ergänzen darf, ich glaube, in unserem Fall muss mir das sogar Zahlungen, die eben vorher dann geflossen waren an bestimmte Berater, auch relativ kompliziert sozusagen rückabwickeln, in Anführungszeichen, weil das sonst eine bestimmte Garantieverletzung gewesen wäre. Also muss ich auch sagen, es war jetzt kein ganz, ganz super trivialer Komplex, die Tatsache, dass diese Beratungsverhältnisse schon länger bestanden haben und eben auch Zahlungen geflossen sind. Und das war sozusagen so ein bisschen Aufwand, das dann auch glatt zu ziehen. Hätte man wahrscheinlich von Anfang an einen Tick sauber auch noch aufsetzen können. Ja, definitiv ein spannendes Learning. In der Tat, in der Praxis wahrscheinlich schwierig, das immer so durchzuhalten, weil die Verkäufer ja auch nicht Lust haben, dann alle Mandatsverhältnisse zu begründen mit den Beratern, jedenfalls wenn es noch unklar ist, ob es zum Exit kommt. Aber in der Tat, also das wäre die sauberste Lösung. Ja. Ja, mit Blick auf die Zeit, vielleicht ein kleiner Ausblick noch auf den Funds Flow, wie er aussieht, sieht relativ komplex aus. Das ist auch hier nur ein mögliches Beispiel, wie das laufen könnte. Das unterstellt, dass es ein Treuhandkonto gibt und das ein Thema anschneidet, was wir jetzt heute aus Zeitgründen mal ausklammern. Das ist vielleicht ein Thema für sich, nämlich die Abwicklung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ist auch jetzt nicht wirklich ein Spezifikum von Multiseller-Transaktionen, es ist ein Spezifikum von Unternehmen, die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme haben. Das geht natürlich in der Regel Hand in Hand, das ist ja klar, aber ist sozusagen heute so ein bisschen neben dem Thema, dem wir uns eigentlich widmen wollten, aber es zeigt sozusagen nochmal hier auch die Struktur, die du, Martin, ja beschrieben hattest mit dem Treuhandkonto. Vielleicht eine abschließende Frage, bevor wir nochmal zu dem Outlook kommen und zu den Closing Remarks von dir, Martin.
Was ist denn so ganz praktisch vielleicht die Erfahrung, Andreas und Philipp von euch beiden, was die Abwicklung der Zahlungsströme hier angeht? Ist das sozusagen, was jetzt hier im Schaubild sehr komplex aussieht? Funktioniert das gut in der Praxis? Was sind so eure Takeaways? Du hattest ja schon gesagt, Andreas, die eine Dimension ist natürlich bei diesem Treuhandkonto, dass dieses Treuhandkonto jetzt nicht etwa im Namen des Verkäufervertreters eröffnet wird, sondern jedenfalls mal, weil wirtschaftlich Berechtigte alle Verkäufer sind, man da auch die relativ hohen KYC-Anforderungen der Banken durchlaufen muss. Das ist natürlich dann insbesondere kompliziert, wenn man eine Reihe von ausländischen Verkäufern hat, wo vielleicht die Lage anhand des Registers oder das Transparenzregister und Handelsregister nicht ganz so eindeutig ist, wie das idealerweise bei uns der Fall ist. Was sind so eure praktischen Erfahrungen jetzt vielleicht über das KYC-Thema hinaus? Hat es ja auch gerade schon gesagt, Andreas, naja, also da ein paar Überweisungen anzuweisen, das kriegt man in der Regel schon hin als Verkäufervertreter. Aber es ist natürlich auch noch so, dass man sagt, vom Konto gehen dann möglicherweise noch die Transaktionskosten runter. Das muss natürlich einmal sauber ausgerechnet werden. Gibt es da irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben willst, wie man da vielleicht auch schaut, dass man das sauber abwickelt? Letzter Gesichtspunkt, ist das möglicherweise was sogar, wo man vielleicht sagt, man sucht sich irgendeine kleine Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatergesellschaft, die das als Externer macht, oder ist das was, wo du sagst, naja, das kriegt man auch noch selber hin und das kann man eigentlich ganz gut im Kreise der Verkäufer halten, ist vielleicht auch eine Kostenfrage. Ja, wie gesagt, neben diesem Treuhanderfordernis kriegt man das, glaube ich, schon ganz gut selbst hin. Wichtig ist nur, da kommen wir wieder zu dieser Verkäufervereinbarung, dass ganz klar geregelt ist, wer was bekommt und wer welche Kosten trägt. Es ist ja nicht so, dass man verkauft 20% und trägt auch hinterher 20% von allen Kosten oder sonst irgendwie, sondern da gibt es ja durchaus dann Abweichungen. Und ich glaube jetzt hier im Falle von Flightright, da haben wir 3 oder 4 verschiedene Quoten für verschiedene Kostenarten oder Kaufpreise, die von verschiedenen Leuten unterschiedlich bedient werden müssen. Da muss man schon natürlich ein bisschen aufpassen, aber beherrschbar. Ne? Also, Vier-Augen-Prinzip, und deswegen finde ich das auch ganz gut. Genau, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, das Vier-Augen-Prinzip ist wirklich, wirklich sinnvoll und gut, weil da kann man schnell mal in irgendeiner Excel-Tabelle verrutschen und das ist natürlich total blöd. Und insofern glaube ich, ist es gut, dass wir da, dass das 4 Augen sind. Ja, haben wir auch schon gebraucht. Also ist jetzt nicht so, ja. Okay, prima. Dann, wir sind schon knapp über die Zeit. Ich sehe aber, dass wir bislang jedenfalls keine Fragen haben. Dann nehmen wir doch den Marktausblick als, vielleicht auch als, nochmal um die Schlussrunde zu, hier anzustoßen. Ist das, was wir jetzt in den letzten gut 60 Minuten besprochen haben, ist das eigentlich total fehl am Platz, weil auch Exit-Transaktionen jetzt in Lockdown gehen und es auch keine, überhaupt dieses Thema Exit-Transaktionen dieses Jahr überhaupt gar keine Rolle spielt? Oder ist es so, insbesondere wenn man sich mal die Zahlen anguckt im Vergleich zum Vorjahr, das sind jetzt natürlich nicht nur Exit-Transaktionen, sondern M&A-Aktivität insgesamt hat deutlich abgenommen. Gleichzeitig sieht man natürlich auch, und erleben wir auch in der täglichen Praxis, dass es, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, dass es gleich sehr wohl Exit-Transaktionen, Exit-Vorbereitungen gibt und das vielleicht auch noch einmal um den Rahmen zu stecken. Das hören wir sowohl aus dem Markt, als belegen auch Studien, dass viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass eben durch die Pandemie, es gibt natürlich Profiteure davon, Unternehmen, die sehr stark davon profitieren, andere Bewertungen werden gedrückt, was natürlich auch wiederum den Appetit von Finanzinvestoren, PE-Häusern, aber auch Strategen weckt. Andreas, Philipp, wie ist da so eure Erfahrung? Was hört ihr am Markt? Was hat sich zum einen in den Monaten jetzt so seit März, seitdem wir uns intensiv mit Covid-19 auseinandersetzen müssen, welchen Impact hat das auf Exit-Aktivitäten insgesamt und going forward, was ist so eure Prognose, was die nächsten Monate mit sich bringen werden?
Also ich muss schon sagen, in unserem Portfolio und sind ein paar Exit-Transaktionen richtig um die Ohren geflogen. Das kann man mal deutlich so sagen. Und die sind dann auch anfänglich nur verschoben worden und zum Schluss dann ganz gecancelt worden. Also das lässt mich jetzt nicht schwinden. Ich glaube aber drei konkrete Sachen, wobei zwei tatsächlich schon, da fehlte bloß noch die Unterschrift und die sind im Rahmen dieser ganzen Covid-19 tatsächlich gescheitert. Einmal, weil das Zielunternehmen auch persönlich betroffen ist, sozusagen. Da war auch stark Umsatzrückgänge, Rückgang der Profitabilität. Im anderen Falle, das waren sogar vier, da fällt mir gerade noch eine ein, die mussten sich dann ihre Kernthemen kümmern und haben dann eben nicht angefangen, Akquisitionen weiter voranzutreiben, sondern haben erstmal sich mit Kurzarbeit im eigenen Unternehmen beschäftigt. Andererseits gibt es aber auch Krisengewinner. Ich hoffe, dass wir demnächst einen dreistelligen Exit beim Unternehmen haben, was durchaus durch den Lockdown profitiert hat. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Deals tot sind, sondern die potenziellen Erwerber, Dreistellig. die schauen schon darauf hin, wie sich eben das auch auf die zukünftige Planung der Unternehmen auswirkt, und versuchen dann natürlich auch die Kaufpreise anzupassen. Oder sagen ganz einfach. In unseren Fällen war es eigentlich, da wurde nie über den Preis gehandelt, sondern war es so eine Hop- oder Top-Entscheidung, ne? In den dreien, die mir jetzt gerade im Kopf herumspielen. Ja, also genau. Und ich würde aus unserer Sicht sozusagen merken wir schon, dass dadurch, dass so ein bisschen die Euphorie aus dem einen oder anderen Thema eben pandemiebedingt raus ist, dass ich dass sich da auch wirklich Chancen bieten. Also dass manche so ein bisschen den Safe Harbor nutzen und sozusagen eine gewisse Marktkonsolidierung in bestimmten Bereichen stattfindet. Findet oder Fire Sales und wenn man da aufgestellt ist und sozusagen bereit ist, da die Chance zu nehmen, glaube ich, dass es auch viele Chancen gibt, ne? Zu attraktiven Preisen. Aber klar, ist natürlich auch immer Blick in die Glaskugel, welche Bewertung man dann zugrunde legt, weil man eben noch nicht sicher sozusagen in die Zukunft irgendwelche Pläne rechnen kann. Absolut. Also ich glaube, das ist auch, das deckt sich mit unserer Sicht auf den Markt. Es ist nicht so, dass die Aktivitäten zum Erliegen kommen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es verschiebt sich. Bei manchen, manche profitieren, wie ihr es auch gesagt habt, sehr stark davon. Da gehen die Bewertungen sogar nach oben. Andere haben natürlich andere Probleme oder haben Probleme durch Covid-19. Die Bewertung wird gedrückt, Investoren werden zurückhaltender. Dadurch verschiebt sich natürlich in der Deal-Dynamik einiges, Deal-Terms ändern sich und ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal verschärfen, mit Blick auf das, was jetzt uns erwartet. Gleichwohl rechnen wir jedenfalls damit, dass wahrscheinlich Q1, Anfang Q2, dass dann auch wieder diese Aktivitäten dann wieder zunehmen, auch jetzt mit Blick auf die Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Ja, also ich glaube, wir haben leicht überzogen. Es gibt keine Fragen. Das heißt, wir haben das Thema aber auch erschöpfend behandelt. Das ist doch wunderbar. Philipp, Andreas, von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Webinar bereichert habt, ermöglicht habt durch eure Insights. Große Klasse. Vielen, vielen Dank. Und Ja, auch danke. vielen Vielen Dank für die Danke. Vorbereitung. Sehr, sehr Vielen gerne. Dank. Und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Falls es Interesse gibt, noch einmal das Thema tiefer aufzubohren, Ben Ulrich und ich haben zusammen zwei Aufsätze genau zu zwei dieser Themen verfasst. Falls da Interesse besteht, können wir natürlich sehr gerne Sie mit entsprechendem Lesematerial versorgen. Also, vielen Dank in die Runde nochmal. Vielen Dank an alle, die sich eingeschaltet haben und bis zum nächsten Webinar. Auf Wiedersehen.